Hallo Jutabis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Football Manager. Ja, der Interimscoach hat gute Arbeit geleistet offensichtlich und jetzt übernehmen wir das Fach. Unser Assistent verdient 25.000 Euro mehr als wir und wir verdienen bloß 35.000. Unglaublich. Der hat das Gehalt eines Lehrers und ich das einer Putzkraft. Naja, das wäre dann schon eine ziemlich gut bezahlte Putzkraft. Aber dennoch, was soll's. Schauen wir mal. Wie sieht's denn aus, St. Pauli? Scoret sonst oft. Am Anfang? Zu Beginn der zweiten Hälfte nicht so sehr. Zum Schluss kriegen sie nochmal eine drüber. Und ganz am Anfang müssen wir unter Druck, ja, das kriegen wir hin. Assist Locations. Opposition Mistake. Also rechte Verteidigung muss aufpassen, offenbar. Die Inside Forwards, also über die Flügel, sind sie extrem anfällig, wenn ich das richtig sehe. Kann nicht behaupten, dass mich das jetzt überrascht. Match Preparation. Attacking Movement. Hä? Das habe ich nicht eingestellt. Achso, das macht der immer. Ja gut, das war das, was der Ersatz drin macht. Ach, das lese ich gerne. Die Spieler sind mit dem generellen Niveau des Trainings zufrieden. Ja, wir haben ja auch wieder Coaches, die mal trainieren können. Also, schauen wir mal vorwärts. Ich will jetzt sehen, wie es läuft mit dem Verein. Ne? Also, klipp und klar. Ich bin jetzt gespannt, wie Espenlaub, wie das aussieht im ersten Spiel. Hoffen wir das Beste. Müssen wir auch. So, das interessiert mich, als wir reden zwar dabei. Wie sieht's aus? Aha. 5 bis 7 Wochen. Ja, das würden ja gerne weiterentwickeln und so, aber was soll's. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Wir sollen die Spieler unserer Mannschaft weiterentwickeln und nach Möglichkeit nicht absteigen. Also nicht absteigen sollte drin sein, weiterentwickeln. Wahrscheinlich nur dann, wenn wir gut spielen. Luka Modric hat bei Real Madrid verlängert, interessant. Aber ich finde es auch toll, dass hier einige interessante Nachrichten immer wieder auftauchen. Dann nehmen wir das mal raus, danke. So, aufhören mit den Beschwerden. Der Kaffenberger, der steht doch bei uns in der Startformation, ne? Freut mich, wenn der einen guten Trainingsbericht hat. Diesen Turnout expected gegen FC St. Paulis zweite. Oh ja, unser erstes Spiel, das wird unterhaltsam. Vor Braunschweig U19 Matches, wollen wir jemanden abgeben? Boris Bettke, Ahmed Kanbas. Nö, nee, eigentlich. Warte mal, Squad. Loris Bettke, haben wir den nicht auch irgendwo? Machen wir so, Tactics. Wieso muss ich mal auf Tactics, um zu sehen, wer wann wo? Nee, da. Ich blöd. Nee, der steht bei uns mit in der. Auf der Bank, da wird es auch so bleiben, denke ich. Inbox, da wollte ich hin. Nö, nee, brauchen wir nicht. Weiter jetzt. Und sagt nicht, dass er jetzt vollautomatisch abspult. Darf ich überhaupt kein Match der zweiten Mannschaft sehen, selbst wenn ich Trainer der zweiten bin? Das wäre jetzt ein bisschen doof. Ne, ich darf. Sehr gut. Match Preview. Los geht's. 4-3-3. Nur zweimal gespielt und zweimal haben wir gegen die verloren. Das wird sich jetzt gleich mal historisch ändern in unserem ersten Spiel gegen die. Also, wie sieht's aus? Irgendjemand angeschlagen oder so? Match Fitness ist bei dir nicht so das Wahre. Gunnar Niemann. Aber du spielst trotzdem. Ich will nämlich sehen, was du drauf hast. So. Wieso seid ihr eigentlich unavailable? Ach so, wegen der Jugend. Quatsch. Geht klar. Und dich darf ich nicht, weil? Weil ich dich nicht darf. Gibt es einen Grund dafür oder bist du gerade irgendwie gesperrt oder habe ich da irgendwas verpasst? Gebannt? Warum bist du gebannt? Der hat mich mal auf.
Will ich wissen. Ist eine Karte oder so? Happiness very poor. Ja, warum? Weshalb? Wieso? Was ist los? Rede mit mir. Wo ist er? Komm her. One positive. Content. No current concerns. Aber very poor. Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist, ganz ehrlich. Contract offer. Sag mal. Ja, das ist ja schön, aber. Ach so, du bist unglücklich, weil du von der zweiten, von der ersten in die zweite gesetzt wurdest oder was? Deshalb. Ja, wieso darf ich ihn denn nicht einsetzen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt eine Nummer zu hoch. Wo kann ich denn hier nochmal Spieler nachträglich registrieren? Das macht doch so überhaupt gar keinen Sinn. Das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ja. Was bist du für einer? Warum stehst du auf einer Scouting-Liste? Egal, später. Das macht irgendwie nicht so ganz. Team-Report, ja. Ich komme gerade ein bisschen verarscht vor, muss ich ehrlich sagen. Bist on loan. Team Offenbach. Bist du nach Offenbach? Wollte mich sagen, ich habe ihn Spieler angezeigt bekommen, der die ganze Zeit gar nicht bei mir unter Vertrag steht oder so? Der aktuell nach Offenbach ausgeliehen ist? Das kann ja nicht sein. Show Filters. Second Team, all positions. Hide players on loan or trial. Machen wir so unavailable, danke. So, und schon hat sich das Ganze wieder beruhigt hier. So, und mehr darf ich hier gar nicht mitnehmen oder was? Also, den Stürmer würde ich dann ganz gerne wieder dabei haben. Defensiv Central, du kannst überall spielen offenbar. Du warst bisher nicht überragend. Mit den defensiven Austauschen, dann kommt hier der hier rein, zack. Stürmer hätte ich schon noch ganz gerne auf der Bank. Left, right, irgendwas. Wird schon klappen, weil die beiden Ersatzrechts können dann wahrscheinlich auch noch die nächste Position übernehmen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir bereit, oder? Wie seht ihr das? Wollen wir noch was ändern? Nö, los geht's. Was? Egal. Was auch immer ihr von mir wollt, ja. Auch wenn er nicht hundertprozentig fit ist. Oder nicht so aussieht, als ob er für 90 Minuten fit wäre. Dann spielt er halt nur 60, das bestimme ich. Die sind leichter Favorit, ne? So. Viele sagen unentschieden. Ich sage, wir gewinnen. 4-3-3, was spielen die denn hier? Ist ja größenwahnsinnig. Also, dann brauchen wir gar nicht auf Tight Marking gehen, glaube ich. Außer bei Morina können wir es uns erlauben. Und dann Closing down, Closing down, Closing down. Wollen wir lange überlegen. Das mag ich immer. Da habe ich schon einen professionellen Coach und dann trotzdem, ich traue mir das gerade nicht zu. Mikkels und Tubinski können wir immer hart drauf, wenn sie nicht gerade so gefährlich sind, dass sie sonst was machen. Right. Wenn ich dich auf den linken Fuß dränge, musst du ihm den Raum wegnehmen, ne? Das gefällt mir. Und jetzt bitte sag mir, dass du mit links am Fuß bist. Nee. Also Mikkels ist mir wurscht, aber Tubinski würde ich gerne auf den linken Fuß abdrängen. So, Schneider, Rogowski und Dings, da schaue ich mal auch noch an. Aha, du kannst also offensiv spielen. Shadow Striker. Habt ihr noch was anderes als Stürmer auf dem Feld? Rogowski ist der Defensive, geht klar, den müssen wir umhauen. Und Deichmann ist auch ein Defensiver. Also kommt der einzig offensive Mittelfeldspieler, ist der Schneider, den müssen wir also umhauen. Tackling hart, danke. Jetzt Keller und Natjem. Kein Wunder, dass ihr über die Flügel anfällig seid, wenn ihr da niemanden auf dem Flügel habt, der spielt. Hier spielt ein 21-jähriger Fullback, der auf die Wand stellt. Oder zumindest kann. Interessant.
Radium right, achso, left foot, right foot, zeig mal hier. Left, okay. Wenn du dich auf den rechten Fuß abdränge, musst du immer nach innen. Nach außen spielen kannst du nicht, also das werden wir machen. Die Innenverteidiger jetzt auf den schwächeren Fuß ziehen. Nadjem, du wirst auf links gestellt. Dann musst du immer nach innen den Ball ins Zentrum weitergeben, ins Gedränge. Und da könnte es richtig heiß hergehen. Risikospiel, aber was soll's. Ich mag Risiko. Und wenn einer ausgewechselt wird, schaue ich mir das dann an. So, und jetzt mal ganz entschlossen sagen. Wir spielen auswärts, nichts mit Fans. Good luck. Nichts Besonderes, okay. Erstes Spiel. Das meine ich, jetzt können wir nicht wieder zurück auf normal stellen. Zack. Und Highlights, Comprehensive. Immer mal Extend. Ja, Comprehensive reicht. Close, Gold, TV, bla bla bla. Macht man. Schauen wir mal, was diese Mannschaft jetzt zustande bringt. Ich hoffe viel Gutes. Nicht die Lücke aufmachen dürfen, ne? Die machen das nicht geschickt. Wir spielen einfach mit zwei Dreierreihen tatsächlich. Im wortwörtlichsten Sinne. So, abgewehrt, aber da ging's nichts. So, jetzt kommen wir relativ unnötiger Längerball, was ich so gar nicht gerne sehe. Dann muss ich euch nochmal die Taktik umstellen. Abseits, wow. Abseits. Wenn er jetzt abseits läuft, mache ich mir ihm keine Sorgen. Irgendwann ist das Mal durch, aber egal, wir müssen damit rechnen, dass der Gegner auch mal irgendwann im Strafraum mit dem Ball ist. Jetzt geht es darum, was wir mit dem Ball machen, wenn wir hier. So gewinnt man Spiele. Und die Sorgen machen, was der Gegner machen kann und alles auf Defensive stellen. Das haben wir ja schon zu Beginn der letzten Saison gemacht. Das ist nichts mit defensiven Fußball zu tun hat. Am besten ist man dann defensiv, wenn man keine Gegentore kriegt, weil man selber welche schießt. Nein, absolut. So. Nein, die Situation war jetzt auch nicht gerade hochgehoben, aber. Schauen wir mal. Wie wir dann mit Sicherheit keine langen Bälle machen. Das kannst du mal ganz schnell wieder knicken, lieber Coach. Ich will nicht zum Spaß ja, die Flügel nutzen. Sehr gut, Ball gehalten und darauf gewartet, dass man Spiel aufbauen kann. Jetzt kommt ein langer Ball durch Sandy und da ist dann wieder keiner. Warum du dann jetzt von da aus versuchst mit dem Kopf, weil. Was das jetzt soll, da habe ich auch keine Ahnung. Der Gegner muss gleich auswechseln, wenn ich das richtig gelesen habe. Schauen wir nochmal. Verhalten wir uns gelassen und ruhig. Das ist natürlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ist doch klar. Geduld, Geduld. Nicht so viel einmischen. Einfach nur die Mannschaft spielen. Also nicht ständig mit neuen taktischen Anweisungen verwenden. Gerade als junger Trainer einfach mal Geduld bleiben. Den Spielern eine Chance geben und das dann eingreifen, wenn es wirklich sein muss. Ganz viel Platz. Oh, ich muss noch mehr über die Flügel spielen. Bieten mir so viel Platz, das kann ich unmöglich spielen. Ja, das war nicht. So, der Schuss war auch mal gut, aber. Schießen, schießen. Ja, okay. Da hättest du auch einen Pass jetzt nach vorne zum Rechtsaußen machen können, beziehungsweise. Ja, zum Rechtsaußen, klar. Also an die Namen muss ich mir jetzt auch wieder gewöhnen, weil, ne? Aber was soll's. Also die defensiven Flügel nicht machen können und offensiv das Voraussetzen. Oh, das war gut geklärt. Endlich mal eine Mannschaft, die halbwegs taktisch kämpfen kann. Das war wieder doof. Ich hätte das mit dem Targetman umsteigen müssen. Die nehmen das als irgendwie Selbstverständlichkeit an. Phase. Tactics. Team Overview. Ich bin mir zwar sicher, dass du das mit dem Targetman ganz gut machst, aber wie sieht es mit falscher 9 aus? Miserabel. Deep Lying Forward. Das wäre mir jetzt ein bisschen lieber.
Falls 9 war, falsche 9 wäre am allerliebsten noch Salz. Und Instruction, jetzt muss ich mal schauen. Das lassen wir mal schön einfach. Machen wir es mal so und gucken, ob die damit was anfangen können. Das heißt, die Verteidiger müssen sich jetzt mal einmischen. Ob es funktioniert oder nicht, kann ich nicht garantieren, aber es können wir noch umstellen zur zweiten Halbzeit. Aber jetzt sollen sie mal 15 Minuten ruhig die Flügel ausnutzen. Das heißt, die Links- und Rechtsverteidiger werden jetzt richtig viel zu tun haben, aber solange die da draußen eh ins Abseits laufen die ganze Zeit, hält sich meine Axt in Grenzen. Meine Angst, Angst, nicht Axt. So. Ziyad, Kichak, Jak, Shihad, fertig. Schon wieder ein sinnlos langer Ball, aber gut, zumindest die Richtung richtig. Ja, die Weiterleitung auch. Aber jetzt musst du mal Flanken wechseln. Mensch, ich mag dich jetzt schon. Jetzt warte, bis der rechte Verteidiger mitkommt. Jawohl, jawohl, sehr gut gemacht. Alles funktioniert. Ein taktischer Wechsel und eine Ecke. Und so macht man es jetzt, Trainer. Taktische Vorgaben ändern, die Spieler setzen es um und dann hat man auch Erfolg. Und wir hoffen, dass der Gegner nochmal was umstellt. So, wenn ihr den jetzt schon mal ein bisschen Druck machen würdet, wäre das klasse. Die schwächste Leistung bislang vom Stürmer, der nicht viel gefunden hat. Obwohl es jetzt gerade gar nicht so schlecht war. Ja, durchaus gemerkt, ihm da eine Chance zu geben. Also, sofort die Flanke schlagen. Das wäre blass gewesen. Das Problem ist natürlich für die Flanken, dass wir jetzt keinen Abnehmer haben. Und die spielen immer brav aufs Zentrum, obwohl ich dem extra gesagt habe, das Außen, das Rückenmarker, weil da haben wir den zentralen Spieler und so weiter. Ganz vor dem offensiven Spieler. Den jetzt auch nicht abfangen müssen, gerade jetzt. Aber wie soll der jetzt bitte da durchkommen? Ja, die machen es recht gut. Oh, ja, 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 komm. Ja gut, du bist halt Linksfuß, dann musst du schon die linke Ecke ziehen. Die lange Ecke wäre ja wirklich besser gewesen. Rechts. Guck mal, rechts, ganz viel Platz. Siehst du das? Ja, so viel Platz war jetzt auch noch. Jetzt zum Rechtsverteidiger bitte und nicht ein Tränen. Könnten wir da jetzt den Ball verlieren? Das muss mir einer erklären. Stoppen. Boah, ich werde nicht. Gut, gut, gut. Also wir müssen die Taktik nochmal so einstellen, dass die Spieler tatsächlich die Flügel nutzen. Und eventuell muss ich da den Rechtsaußen dann auch mal aussetzen. Oder jemanden da hinstellen, der nicht nach innen zieht. Denn offensichtlich können wir natürlich schnell machen. Beziehungsweise, wenn wir die vielleicht nach vorne ziehen, auf links außen, dann brauchen wir nicht mehr überlaufen lassen eigentlich. Vielleicht ist das Problem jetzt auch auf rechts gewesen. Da müssen wir den sogar noch bewusst nach hinten ziehen. Um eine Offensive zu haben. Boah, ist das... Schlecht verteilt. Das gefällt mir. Also den Ball festhalten möchte er schon, der kommt. Oder gleich direkt ab. Eins von beiden. Man sieht da von wegen Closing Down, Nadjem. Das reißt voll das Spiel auf, wenn ich das versuche. Dann lieber laufen lassen mit dem Ball. Kann ich nicht viel mehr sagen. So, jetzt Halbzeit das 0 halten und dann mal gucken, wie wir es in der zweiten Halbzeit ändern können. Seht ihr die gefährlichen Flanken? Einfach mal meinen Instinkt vertrauen. Raus, Leute, raus, Leute, raus. Ihr müsst noch raus. Irgendwann wird der abprallen, der Ball, und dann ist der Stürmer schneller zum Verteidigen. Wegen der mangelnden Konzentration. Okay. Spielaufbau auf dem Torwart müssten wir dann doch nochmal einstellen. Nicht vergessen, unser erstes Spiel mit der Mannschaft und der Gegner ist Favorit. Dennoch. Ich meine, ich kann mit dem 0-0 auch am Ende leben, das ist ja für einen Einstieg jetzt nicht so schlecht. Die trauen sich nämlich gar nicht richtig über die Flügel zu kommen. Erst wenn sie hier 3 Kilometer Platz haben, dann kommen sie nicht weiter. Der müsste jetzt eigentlich nach innen reinlaufen. Ja, gefährlich, aber nicht wirklich nachdenken.
Tactics. Als erstes Mal, meine liebe Freunde. Gehen wir mal auf gefährlichere Flanken. Und dann Player. Lieber Torwart, wir müssen mal kurz reden. Auf die Flanken raus. Weil da haben wir den offensiven Mittelfeldspieler rechts und den linken Mittelfeldler. Few risky passes, bitte. Dann machen wir es gleich so. Ich habe auch nichts gegen Roll It Out. So, Freundchen. Jetzt machst du mal Beilein und du kommst von weiter hinten direkt da. Dieb. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich was bringen wird. Statistik, Match Stats, zeig mal her. Ballbesitz gut, naja, Ecken okay. 4 zu 1 Schüsse, wir müssen mehr aufs Ziel bringen. So einfach ist das. Der Stürmer wurde jetzt gleich wieder rausgewählt oder was? Belgier, 60.000, komm mal her hier. Poacher, False 9 wäre nicht schlecht. Kannst du auch nicht, super. Acceleration. Du bist auch nicht wirklich besser als das, was wir da auf dem Feld haben, würde ich sagen. Stefan Valentini, zeig mir her. Danke, so war es nicht gedacht. Okay, wer hat denn noch die Option, im Sturm zu stehen? Also insgesamt, ne, die Bewertung sagt, das Spiel an sich sah auch nicht schlecht, dass nur der Stürmer kriegt es nicht 100% hin und gut, wir können natürlich auch einfach den auswechseln. Jetzt haben wir Loris Bettke, was hast du noch? Cool, steht gar nicht zur Debatte. Vielleicht mal eine Einwechslung, mal schauen. Valentini könnte ich jetzt für Hartwig reinnehmen, natürlich. Hat aber auch nicht wirklich noch, der ist geborene Winger. Preferred Moves, 9 ist schon mal gut. Aus dem können wir nächsten Schössler machen und sagen ihm einfach durchs Zentrum oder so. Ich könnte auch den auswechseln, auch den Wege, aber. Nochmal Valentini. Attacking Midfielder, wie sieht's mit Attack aus? Composure, Concentration, Decisions, alles nicht so. Ne? Kann ich auch den drauf lassen, der spielt, selbst wenn er schlecht spielt. Okay, den Wechsel heben wir uns mal auf, ne? Team Talk, mal schauen. Encourage the team, we can still win the match. Ja, natürlich können wir das gewinnen. Assertively. Wir können immer noch mit einem Sieg davon kommen. Das hat nur begrenzt viel gelockt. Individuell, das brauchen wir nicht, dankeschön. Pitch. Zweite Halbzeit in der Hoffnung, es wird besser. Taktisch müssen wir eigentlich erstmal noch nichts umstellen. Die Bank macht sich schon auf der Bank warm, auch nicht schlecht. Aber zumindest haben wir eine Bank, sieht ja lustig aus. Jetzt wäre. Naja. Er hat sich stets bemüht, ne? Aber das interagiert mit dem Offensiven dann auch zu sehr. Fürchte ich. Keiner sagt. Oh. Mensch, wärst du übers Bein gefahren gewesen. Okay, noch eine Ecke. Kann alles hier stehen bleiben. Und. Gut, der kleine Castro. Flacher Pass hätte es auch getan. Oh, das. Gut, wir kriegen eine Ecke. Nee, kriegen wir nicht. Aber naja. Das war jetzt nicht so optimal.
Chancenverwertung. So. Lass ihn doch gleich ran. Das steht nicht der Gegenseite im Weg. Oh. Gut, kann das keiner wieder abzufangen und da wird es jetzt gefährlich. Sehr gut. Und warum ist jetzt keiner auf dem linken Flügel, um dort sich anzubieten für einen langen Ball? Das verstehe ich nicht. Da würde es sich dann mal lohnen. Oh, wechselt ihn mal. Das stört mich gar nicht. Der vorgezogen ist. Dass der irgendwie richtig gerne liest. Und dann ist jetzt wieder verletzt, bis du vom Platz kommst. Halt, ich wollte ihn ja sowieso auswechseln, insofern. Wen kann ich jetzt wirklich da rein? Sag ich es nun ja nochmal. Du wirst drauf müssen. Media Description Winger. Faszinierend. Was sagt denn wir dann über den nächsten? Media Description Young Winger. Aha. Wow. Tja, an Velga kann ich nicht in den Sturm nehmen. Young Midfielder. Hartig. Ich bin jetzt Midfielder. Ich habe einfach keinen anderen, den ich alternativ da aufstehen könnte. Okay, mach mal kurz. Du stehst ab sofort unter Attack, damit auch was bei rumkommt. Jetzt den Herrn Kollegen Chiarameda einspielen. Und gucken, welche Position du am ehesten bekleiden kannst. Poacher gefällt mir eigentlich so gar nicht. Weil. Attack. Da müssen wir es jetzt mal. Instructions. Das ist okay. Workball. Und dann brauchen wir die. Low crosses. Confirm. Okay. Pitch. Weiter geht's. Noch 30 Minuten. Schauen wir mal. Muss ich gleich reisen? Jetzt hätte man auch ein bisschen länger machen. Ja, Elfmeter hätte es auch sein dürfen. Hätte ich jetzt nicht beschwert. Schlechte Ecke. Wirklich nicht, oder? In dem Fall stoppen. Da müsste eigentlich jetzt festhängen. Und gut, der Linksfuß will das mit links machen. Und Rechtsfuß kommt auch nicht weiter. Weil er sich tatsächlich abdrängen lässt und dann versucht, irgendwie den Ball durchzuschlagen. Statt nach links reinzugehen. Das ist ein guter taktischer Spiel immer machen will. Zusammen mit dass man nur rechts spielen kann. Freund aus Belgien, jetzt machen wir was mit dem Ball. Du bist ein Flügelspieler, du kannst dich also gerne anbieten im Flügel. Jetzt zum Beispiel vorlaufen. Okay, das war nix. Ja, der kommt jetzt nicht mit vor, wenn du da rangehst. Die warten darauf, dass du den dann nimmst. Ungünstig. Verlagert, dafür haben sie dort aber auch dicht gemacht. Also haben wir früher oder später jetzt gleich durchs Zentrum gehen müssen. Freies Wien. Nicht starten. Und keine langen Be- Was soll denn das schon? Probleme hier. Wer hat denn hier was von langen Bällen gesagt? Macht das Spielfeld jetzt mal breit. Und Mixed Crossings. Das lassen wir auch mal.
Dann versuchen wir es halt direkt mit so weniger Larven. Und ich kriege das auch halbwegs hin. Jetzt mal kurz Player. Du auch. Dankeschön. Okay, gucken wir mal, wie es läuft. Verbleiben wir optimistisch. Es sind noch 30 Minuten. Jetzt sind es genug taktische Wechsel. Mehr kriegen die eh nicht auf die Reihe. Abwarten, Tee trinken. Achso, fortsetzen müssen wir vielleicht mal drücken. Alles, was keine Niederlage ist, ist heute schon fürs erste Spiel gefallen. Wenn die aufhören würden, mit dem sinnlosen Kopf vielleicht der Fäden gefallen. Es scheint irgendwie am Anfang der Saison automatisch bei Spielen drin zu sein. So nach dem Motto, erstmal 100 Mal im Training den Kopf gegen die Wand hauen, damit sie merken, eine gute Idee. Oh, das kann dann die Wahrheit sein. Ernsthaft? Der Verteidiger springt gleich gar nicht und der Torwart steht da und guckt zu. Ja, ich grill jetzt hier. Guckt euch das nochmal an. Ja, hier, gleich. Das meinte ich mit Konzentration, gefällt mir nicht entschlossen. Ja, steht da, guckt zu, macht nicht. Der springt nicht einmal. Das ist doch ein besserer Witz jetzt hier. Ja, gehen wir auf Angriff, ist mir egal. Dann machen wir ein offensives Spiel. Aber ein 1-0 mit diesem Niveau. Ja. Taktik einmal eingestellt, dann machen die jetzt wirklich nur noch sowas, oder wie? Nicht das Look for Overlap. Ja. Ja, hofft mich das jedes Mal zu fragen. Jetzt kriege ich einen Anfall. Wieso kann ich da nicht abwählen? Willst du das nochmal sehen, den Bildschirm oder nicht? Ach, gepennt. Startspiel und einen Platz in den Sohn. Das kann nicht wahr sein. Das glaube ich. Es ist unglaublich. Wird er mich verscheißen? Leute, drauf, drauf und als ob es keinen Morgen gäbe, bitte. So stelle ich mir das vor. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Always. Dann können wir jetzt auch direkt markieren. Boah. Unglaublich. Na klar, wir sind auf Offensive gegangen, aber das ist ja Defensive komplett wegschlafen. Was soll denn der hohe Ball? Der ist direkt vor dir. Kurzen, flachen Ball, der geht schneller und weniger hoch. So, kein Abseits, einmal eine gute Gelegenheit hat und ich werde nicht gesetzt. Boah, mit dem Spiel bin ich echt unzufrieden. Ja, vorne einfach nicht genug Chancen genutzt, den ganzen freien Raum nie genutzt und dann hinten wie die ersten Menschen spielen. Das geht nicht. So, Kollege Stürmer, du sollst bitte schön nicht aus der vierten Reihe schießen, wenn 20 Mann im Strafraum sind. Das macht nie was. Das ist eins und hinter 100 Mann. Das ist nicht gut. Ich klinge schon unzufrieden, ne? Kann man das nicht sagen? Ich kann jetzt auf Konter stellen, wenn ich mal nicht machen glaube ich. Die werden mir sicher jetzt auch das ganze nicht Zeit zu spielen. Das macht also nur jeder Mann. Das war eher eine unterirdische Leistung. Toll, neuer Trainer und die erste Niederlage der Saison. Das gibt's doch gar nicht. Gut, um die Flügel zu spielen, eine gute Idee, aber ich muss nicht auf die Reihe gehen. Und das Problem ist, es waren ja nicht immer die Flügel, sondern die Innenverteidigung hat einfach gepennt. Die Flanke kommt immer noch durch. Das kannst du nicht verhindern, das ganze Spiel. Aber dann muss die Innenverteidigung immer was machen. Und da haben sie eben. Oder was ich meine? Das ist. Ganz ehrlich, also. Das kann, darf und soll einfach nicht passieren. Das ist unterirdisch. Ja, danke, wissen wir. Ich will jetzt keinen Team-Talk.
wie die ersten Menschen. Wem gebe ich denn die Gelegenheit? Wenigstens die noch ein Tor entgegensteht. Und so steht, das ist ja fürchterlich. Tja, also gut, fürs nächste Spiel lassen wir uns was anschauen. Boah, Jungs, ernsthaft? Darauf seid ihr jetzt gekommen, nach 30 Sekunden Wartezeit? Jetzt kannst du einen langen Ball schlagen, jetzt spielt es keine Rolle mehr. Der spielt jetzt den Pass, bevor der Spieler irgendwo in Position ist, oder? Ich glaube, das mit dem öfter schießen ist dem Kopf verschließen. Ganz lang Beispiel, da kann man schnell reden. Jetzt ist er im Abseits der Vollpfosten. Jetzt geht's anlaufen. Voller Wucht. Irgendwo wieder vor und zurück. Guckt euch mal die Stürmer an. Das ist Fotzen, ist das, glaube ich. Ich kenne das, wer ist der? Der hier. Ist eine Katastrophe. Die stehen ununterbrochen im Abseits. Das ist einfach nur schlecht. Arbeitsverweigerung, ganz ehrlich. Oder meine Laune hat sich durch das Ergebnis gerade massiv getrübt. Keine Ahnung. Und dann schießt der wieder ab. Jetzt schießen die alle aus der zweiten Reihe auf irgendwas. Ich werde nicht schlau aus dem. Ist jetzt die Umstellung auf Defensive oder was soll das? Kriegen die jetzt zu hören. Ziemlich aggressiv, kann man gleich sagen. Damit bin ich nicht zufrieden. Fertig. Definitiv. Also, das ist ja im Kindergarten. Das geht durch die Presse. Na super. Erstes Spiel, erste Niederlage unter neuen Trainer. Super. Enthusiastisch, relativ kennen. Ja, das kann man ziemlich genau sagen. So, erstmal der Presse in den drüber gezogen bekommen.
Ja, wie bitte was? Ist der auf der Liste? Achso. Du guckst dir den an, Felix Magath. Aha. Ja, das war klar jetzt. Schön zu wissen. 14 Spiele in Folge unbesiegt. Gut, dass man das vorher auch gesagt hat. Oh Gott, nee. Nee, 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 nee. Skechow. Norderstedt. 0 zu 4 gegen Meppen. Das beruhigt mich. Boah, also. Ich bin noch leicht und deutlich angefressen, deswegen. Ja, das genau. Das darf ruhig die Mannschaft erfahren, dass ich extrem unzufrieden damit bin. Und das ist noch nett ausgedrückt. Tja, gegen den Tabellenzehnten Norderstedt müssen jetzt mal 3 Punkte her daheim. Und zwar ohne längere Diskussion. Das werden wir dann nochmal eine Folge extra machen. Und dann gucken wir mal, wie viele Spiele wir vorspringen. Weil jetzt geht so gar nicht. Assist Location, das heißt das von wo aus die Assists geschlagen habt oder nicht geschlagen oder wie, ich weiß es nicht. Egal. Schauen wir mal. Immer die Nerven behalten. Bloß nicht aufregen. Und das Beste hoffen. So, schon besseres Ergebnis. So. Kai Havertz von Leverkusen. Was bist du denn Ferner? 17 Jahre jung. Könnten wir dich leihen? Das wäre echt genial. Winger. Klar, du bist noch 10 Tage ausgeliehen und so, aber. Making offer? Listed for loan. 50% and a monthly fee of zero. Ich zahle nur die Hälfte des Gehaltes. Klar. Ja klar, Mama. Klingt doch gut. Klingt nach etwas, was ich gebrauchen kann in links außen. Und wahrscheinlich 12 weitere neue Spieler. Zeig mir her, 20 Jahre, 155.000. Noch einer auf links außen. Was sagt mir denn mein aktuelles Finanzchen? Wir wären knapp drüber. Allerdings hätte ich auch kein Problem mit den anderen jetzt vielleicht nochmal rauszukicken hier. Von diesen Vollpfosten. Schrägstrich vielleicht einen Jungen zu verleihen oder so. Also 3 Torwarte zum Beispiel, weiß ich nicht, ob ich die brauche, aber ist okay, U-Mannschaft geht da. So, einer von euch beiden fliegt.
Wanted by a Club. Und zwar von. Wie kann ich denn deinen Scout-Status ändern? Transfer-Status, sag mal ja. Not set, Transfer-Offer, auch keins drin. Darf ich dich überhaupt zum Transfer anbieten oder wie sehe ich das? Ja, dann macht man endlich ein Angebot hier, liebe Freunde. Wer interessiert sich für dich bitte? Zwickau und Saarbrücken, ja dann weg. Komm, hau ab. Wieso steht da schon dran? Available for loan. Wenn es nicht so ist. Players on loan. Verstehe ich nicht. Ist das als eingetragener Spieler aus der ersten Mannschaft oder was? Ist doch blablabla. Meinen erfahrenen Spieler gebe ich jetzt natürlich nicht, das ist auch klar. Omar Castro, sag mal her. Wieso darf ich die nicht umstellen? Das stört mich jetzt ganz gewaltig. Dies ist schon ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Na egal, wir spulen mal weiter vor und dann können wir die Folge beenden und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Um mal rauszufinden, wie es weitergeht. Die Folge war ein Griff ins, ihr wisst schon. Du bist Amerikaner? Tatsache. Meinetwegen. Macht man. Ich komme mit dem klar, was ich hier habe. Aufgabe ist es ja nicht abzusteigen und wenn wir ein paar Plätze in der Liga verlieren, wascht. Nur nicht absteigen ist das Ziel. Das sollte zu schaffen sein. Wünsche mir einen Favorit, naja, mal gucken. Das letzte Mal war ja nicht Favorit, aber trotzdem. Und jetzt Squad. Der Kollege aus Leverkusen, ist der schon da? Keine Ahnung, wenn wir gleich rausfinden. Squad. Ist noch nicht so weit. Okay, dann erst nächste Woche wahrscheinlich. Aber zumindest werden wir ihn kriegen, das beruhigt mich. Die Innenverteidigung. Werden wir jetzt mal ganz dezent auswechseln. Nee, du nicht, du bist defensiver. Du bist daran auch besser als daran. Aber immerhin. Weil der Kollege Kaffenberger möchte mal auf die Bank. Dezent. So, und der Kollege Gustav, so irgendwas hat mir jetzt auch nicht unbedingt gefallen, um das mal nett auszudrücken. Das bist du eigentlich feiner. Ja, komm, lass gut sein.
Muss reichen. Und das alles entscheiden wir dann in der nächsten Folge. So, das war's. Gucken wir an, am nächsten Spiel. Jetzt müsste es langsam aufwärts gehen. Bis dahin, Xane.